Im letzten Mal habe ich gelernt, dass wir jetzt wieder meine Story wiederholen. Aber das ist nicht schlimm. Hauptsache, wir beenden das Spiel. Champ deckt Schwindel auf. Ja, wunderbar. Der interessiert mich gefühlt gar nicht. Wir speichern mal, weil ich habe länger nicht gespeichert. Aber wir nähern uns dem Pay-Per-View. Könnte das das Ende sein? Ach shit, es sind noch 2 Wochen zum Pay-Per-View. Ach scheiße. Was steht in dieser Woche an? Gegen Last Man Standing. Okay. Okay, einmal wer zuerst steht spielen. Und dann Cyber Sunday und dann hoffe ich, dass wir das Spiel beendet haben. Cyber Sunday. Aber bei 93% kann ich mir vorstellen, dass es dann endet, ne? Wenn es bei 95%, also 96% nach dem Pay-Per-View steht, dann habe ich. Also. Dann bin ich geladen. Dann wird simuliert. Aber jetzt zum Ende mache ich nicht schlapp. Ich kann das Ende schon quasi riechen. Warum denn Albtraum? So ein Albtraum finde ich jetzt nicht. Ich gewinne jeden Kampf. Bin Hauptherausforderer, könnte einen Titel gewinnen. Ist doch wunderbar. Ja, wo ist Tori Wilson? Da muss ich auch noch ein Last Man Standing Match gegen Edge machen. Wie unfair ist das denn? Naja, Chokeslam, Tombstone und Last Ride. Der letzte Ritt. WrestleMania 15.08, wie knuffig. Wo hat's aufgehört? Ich glaube 23.1 oder so. Kann das sein? Ich werde es nicht nachgucken, aber ich glaube. Welcome to Raw, ladies and gentlemen. We are coming to you live tonight from Tarhelia, from Raleigh, North Carolina. We should have booked this show for an outdoor arena. Schimmer, Moment mal kurz. Wie viel hatten der jetzt gewonnen? War es 23.1 oder 21? Ja, die Streak war 21.0. Und dann ging es zu ein. Oh, der arme Sau. Ich glaube, 23.1 war es vorbei. Ja, 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 komm, was ist jetzt hier? Hä? Geht's mal weiter hier? Ach, scheiße. Ich glaube, es war 23.1. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht. So. Wegwerft, sonst knallt's. We want tables. Das können wir machen. Darf ich einen Tisch rausholen? Ich befürchte fast nicht. Naja. Was ist denn das? Ui, oh, da auf dem Poppes. Uiuiui. Ui. Oh, was ist falsch das denn? Lass du das mal sein hier. Ich drück dir dein Spear rein. Fliek. So. Dem geht's aber noch nicht schlecht genug, ne? Ist klar. Ich brauche erst einen Vorschlaghammer. Oh, das ist nicht der Vorschlaghammer. Ah, das ist okay. Auf Oberkörper bitte, danke. Also, was ist denn? Okay, er wehrt sich. Oh, shit. Wo war denn der Vorschlaghammer? Links war der? Scheiße. Warte mal kurz, Edge. Ich komme sofort zu dir in den Ring, ne? Ach, muss ich auch gar nicht. So geht's auch. Von mir aus. Ist auch in Ordnung. Finde ich auch okay. Finde ich auch sehr in Ordnung. Aua, aua. Ach komm, jetzt habe ich mal einen Finisher und der drückt mir sowas rein. Hallo? Okay, mein Finisher werde ich nicht durchbekommen. Nein, den werde ich nicht durchbekommen. Komm, wir handeln noch gleich. Was ist denn das? Okay, jetzt wird er frech. Jetzt wird er frech hier. Weißt du was? Komm mal her. Bam. Ja, auf was bist denn du jetzt drauf, dass du jeden Griff ausweichst, ey? Oder Schlag. Boah, das ist aber auch ein brutaler Sound, ne? Hey, der Witzke. Ey, okay. Ey, was soll denn das jetzt hier?
You gotta keep moving. No dog ever peed on a moving car. Mein Gott, we want tables. Ja, was soll ich machen, mein Freund? Das geht nicht. Hab ich nicht. Kann ich nicht machen. Trifft das? Trifft. Und bang. Die Frage ist... Reicht das schon? Musst du nicht zählen? Oh, er zählt nicht, wenn er orange ist, der Körper. Na, ist ja gut, gut zu wissen. Ist ja wunderbar. Alles orange. So, wenn es jetzt rot ist, könnte ich schon gewonnen haben. So, dann fangen wir jetzt an zu zählen und ich gucke mal kurz die Streak von der Decke an. I've got no earthly idea how these superstars can maintain this intensity. 25-2. Oh, damn. 2? It's not easy, JR. There's no off season. It's not like you've got 6 months to recover after WrestleMania. That's for damn sure. And that's why I don't. Das kann doch nicht sein, gegen wen hat er noch verloren? Hä? Der hat gegen Roman Reigns auch verloren? Damn. Das ist übel. Wusste ich gar nicht. What the fuck? Wir sind wieder vereint. Alter, dieser Kamerawinkel. Was ist denn los mit euch Spiel? Oh, wer kommt denn da raus? Congratulations, but I've got to say, you don't look. Für deinen Titel wird's noch reichen. Well, I hate to agree with him, but you better not use this as an excuse when I beat you this Sunday. You got me? Der Titelkampf steht und wenn ich den gewinne, ist das Spiel vorbei. Ich call's jetzt einfach. Prozent steigt da was? Nee. Aber 6% könnte ich hinbekommen. Groß feiern gehen. Na, ich kann mir die nicht länger anhören, es tut mir leid. So. Ab zum Pay-Per-View, wir haben es eilig. Umso schneller wir sind, desto eher kann ich 2009 spielen. Noch habe ich ein bisschen Zeit. Titelkampf. Oh yeah. Everybody down, everybody down. European Champion war er? Okay, ey, kurz, ich mach die Regel nicht. Begabter Maler und Bildhauer. Oh ja. Das skippen wir diesmal. Wir gehen direkt zum Match. King of Kings, Cerebral Assassin und der Signature Move ist der Pedigree. Triple H, auch bekannt als Hunter Hearns Helmsley oder so hieß er, glaube ich, früher. Und sein richtiger Name ist Paul Levesque oder so. Irgendwie so. Paul Levesque. McMahon. You think you know. He's faced tremendous odds, including a backstabbing ally and a kidnapped. Ja, meine Partnerin wurde entführt. Also Partnerin ist auch wirklich, das Spiel weist mir irgendjemanden zu. Das ist nicht wirklich Partnerin, ne? Also, egal. So. Dann zeig mal den schönen Titel. Ui, der gehört bei mir. And unlike the challenger, he's rested and ready for this match. I can't imagine any way he could possibly lose. Oh, auch ein geiles Lied. Hey, nothing you can say. Jetzt knallt sie aber im Ring. Oh, Maria. Aus Illinois. Hm. Die Diva Search, ein Klassiker, Mann. 2004 Diva Search muss echt Prime Diva Search gewesen sein. What the fuck? Was da alles so rauskam. Huiuiui. So. Tschuk, 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 tschuk. Was ist jetzt hier Matchregeln? Die Q ist aus. Oh, ja, 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 ja. So, eine kleine Ehrenrunde um den Ring drehen. Da muss ich einen Vorschlag haben wir bekommen. Bam. Das muss schmerzhaft sein. Oh mein Gott. Und direkt ein Spear hinterher, oder? Talking about getting hammered. Boah, diese Sprüche, ey. Ach, und da brennt das Haus wieder. Ein Klassiker. Wir müssen dringend 2009 spielen.
Peng. Shotgun-Zone. Den werde ich vermissen, wenn es den nicht mehr gibt beim nächsten Mal. Gelber Körper. Ja, das ist Lob und Marker. Der Hammer ist kaputt, muss ich sagen. Oh, auf dem Rücken, ich weiß ja nicht. Da hat mir selbst mehr weh, na, ist ja wunderbar. The Champ is here. Hallo, stehst du mal auf? So schlimm kannst du nicht gewesen sein. Have you got both your contacts in one eye, JR? It's been obvious to me since the start of the match. Oh, really? Oh, das ist auch geklappt. Fleek. Hab ich hier noch einen anderen Move? No way. Ne, den mag er nicht. Spear. Gut, kein Spear. Das war's doch. Trifft er? Oh ja. So. Gehört der Titel mir? Och Mann, 2,2 gefühlt. Scheiße. Jetzt aber, jetzt komm. Ey, hallo, was soll denn das? Der ist doch schon kaputt, Mensch. Was soll denn das hier? Komm mal her, ich mach mal ein bisschen blutig hier. Komm. Komm, wir beenden das Spiel immer mit einem Spear. Also nicht immer, aber ich beende das Spiel mit einem Spear, so. Bam. So. Das dürft's gewesen sein. Die große Frage ist, war es das mit dem Spiel? Ob du richtig stehst, erfährst du, wenn er sich dann gewinnt. Ach, ist das geil. Oh, ich bin gespannt. Champ bin ich wieder. He did it! Endlich wieder Champ. Schön. Okay, Spiel, so kann es enden. Mehr kommt jetzt auch nicht. Ne? Wir haben es verstanden. Ich habe ein bisschen Schiss. 96%. Oh oh. Bitte 100%. Congratulations, Champ! I'm so proud of you. I've already made the arrangements for a big victory party for you. You're going to love it. I also sent you some photos that I think you're really gonna love. Dieses Spiel. Rechnung, sehr geehrter Champ, wir von Play Catering. Was? Gerechnet von Gehaltsabzug, ihr Schweine. Titel ändert sich, Respekt bleibt. 99%, willst du mich verarschen? 99%, ich hab's geahnt. Ey, was soll denn das? Tja, dann müssen wir nochmal.